Hallo, mein Name ist Aquila. Willkommen zurück zu Supremacy 1914 mit Grönland und der 100er Karte. Wir haben Tag Nummer 36 und wir stehen auf Rang 3 mit 219 Siegpunkten. Und der Widerstand des Feindes ist jetzt hier in Europa gänzlich zusammengebrochen und die feindliche Koalition auch jetzt zerbrochen, denn Jakutien hat Shanxis Koalition verlassen, Burma ist ja inaktiv und Jakutien hat auch angefragt nach Beitritt zu unserer Koalition, die haben uns gefragt, spannenderweise. Ich werde das morgen mal weitergeben an Kolumbien dann für die etwaige Abschätzung der ganzen Sache, das können wir ja theoretisch machen. Aktuell haben wir als Koalition 1031 Punkte und Jakutien hätte 176, ist nicht viel, aber würde ein bisschen helfen, ne? Wäre dann der ganze Weg etwas kürzer. Das wäre also gar nicht mehr so verkehrt, vor allem weil ja auch Kolumbien selbst jetzt nicht die einfachste Zeit hat, hierbei alle diese Provinzen noch zu moralisieren. Also jetzt keine schlechte Idee, sage ich mal, das zu machen. Und wir müssen auch gucken, dass wir weiter vorrücken, denn wir hatten jetzt selbst sehr hohe Verluste gehabt. Wir haben gerade nicht viele Truppen und können gar nicht mal so gut hier die ganzen Gebiete befriedigen. Denn wir hatten leider nicht die Möglichkeit, die feindlichen Truppen hier in, das war wo gewesen, in Brünn, glaube ich, zu zerstören mit Bombardement. Die haben tatsächlich überlebt und haben uns dann angegriffen im Nahkampf. Und dadurch haben wir Truppen verloren und zwar auch einen großen Teil. Wir haben zwar gewonnen, aber eben im Nahkampf viele Kräfte eingebüßt. Und ich habe jetzt gerade nicht die schnellsten Vorrückzeiten hier. Wir müssen uns etwas Zeit lassen, weil es eben gerade etwas an Equipment mangelt. Aber der meiste, der größte Rest kommt gerade hier wieder rübergeschippt Richtung Frankreich. Ein großer Konvoi auch hier unterwegs aus Neufundland. Also da kommt noch einiges. Ich muss auch mich heute entschuldigen für meine Allergien. Ich bin leider gerade voll in der Phase. Das hört man sich auch ein bisschen. Und das ist jetzt leider gerade der einzige Aufnahmezeitpunkt, der für mich gepasst hat heute. Und genau da jetzt gerade ist jetzt hier richtig die Nase zu. Das ist natürlich immer schön. Aber das ist hier bei mir im Frühjahr immer so. Und eben jetzt schon ziemlich früh und ziemlich stark. Das ist leider, kann ich gar nichts machen. Genau. Aber derweil machen auch unsere Allies weiter eine gute Arbeit. Wir sind hier erfolgreich vorgerückt in Form von Kolumbien durch die arabische Halbinsel. Ist bereits jetzt hier im Irak und auch im Iran schon aktiv. Rücken vor auf Awas. Auch Richtung Damaskus bereits ein Fortschritt hier nach Syrien. Also hier ein großer Angriff schon und die Truppen aus Burma wurden bereits zerstört. Shanxi selbst hatte jetzt auch keine wirklich großen Armeen mehr übrig. Klar haben sie jetzt genug Tage gehabt, um noch was zu bauen, aber zumindest ihre Armeen hier drüben wurden alle zerstört. Er hat nichts überlebt, also die Truppen, die ihr gesehen hattet vor ein paar Tagen noch, die hier alle waren in Europa, die gekämpft haben, die wurden dann über die letzten Tage alle zerstört und dann eben die große Schlacht gestern oder vorgestern war das, glaube ich, gewesen schon. Dann hier bei Ungarn, das war dann der letzte große Akt mit ihnen und seitdem haben wir nichts mehr gesehen. Jetzt ist hier ja zum Glück auch noch die USA angekommen, die jetzt auch mitkämpfen hier, auch Kalifornien ist da, auch Kolumbien ist da. Die rücken jetzt hier vor, nehmen uns Gebiete ab, was vollkommen fein ist. Wir haben gar nicht genug Platz für all diese Gebiete, aber wir können selbst zumindest ein paar Provinzen für uns sichern und hier langsam weiter vorrücken und das ist ganz schön. Damit kommen wir jetzt auch auf eine tolle Zahl von 137 Provinzen und Shanxi ist sogar bald schon kleiner als wir. Also das ist wirklich schön, da haben wir jetzt echt jetzt viel gemacht, hier viele Provinzen bekommen. Unsere Produktion ist absurd gut, ich brauche gar nicht mehr so viele eigentlich. Ich werde auch jetzt aufhören, wirklich groß Militär auszubauen. Wir werden stattdessen einfach jetzt anfangen, hier überall Eisenbahnen hinzubauen. Die helfen nämlich sehr bei Moralbeschaffung und auch bei Produktion. Und die geben auch Punkte, denn sowohl die Moral hilft euch, Punkte zu bekommen, als auch die Gebäude selbst. Viele denken, dass nur Provinzen helfen für Moral. Das ist falsch, weil die Moral ist sehr viel wert. Das ist immer ein größerer Faktor, als einfach nur Provinzen einzunehmen und vor allem aber auch Gebäude, nicht nur wegen ihrer Moralbonus, aber auch eben, weil sie einfach für die Punkterechnung dazuzählen, sind entscheidend und somit können jetzt eben sehr viele Eisenbahnen, die wir bauen, hier auch wirklich helfen und vor allem bringen die euch auch Punkte für euer Profil, ist ja auch wichtig für euer Profil, wenn euch das wichtig ist, wenn ihr da eben aufsteigen wollt und auch Karten freischalten wollt, dann braucht ihr Profilpunkte und die bekommt ihr eben auch durch das Bauen von Gebäuden. In Form von Wirtschaftspunkten und das machen wir jetzt eben genau hier. Man sollte hier eh einfach an irgendeinem Zeitpunkt dann überall Eisenbahnen haben und genau das werden wir jetzt auch bald bekommen. Wir haben gerade so viel Holz, so viel Material. Wir können hier richtig Eisenbahnen bauen. Das geht jetzt richtig zackig hier. Das ist ein großer Ausbau und der war bitter nötig. So, ich sehe auch gerade übrigens einen Gasmangel da drüben. Liegt auch an den ganzen neuen Provinzen, denn diese ganzen neuen Provinzen, die natürlich auch alle dazukommen hier in Europa, die ziehen gerade sehr viele Rohstoffe ab bei uns, weil die eben wenig Moral haben und dadurch nicht viel produzieren, aber immer gleich viel verbrauchen. Und das ist dann für uns nicht so gut. So, mal gucken, wie wir damit umgehen können. Erstmal noch weitere Eisenbahnen. Können wir sogar noch hier eine bauen.
Und dann müssen wir erstmal wieder ein bisschen einkaufen. Das können wir sehr leicht machen. Und auch ein bisschen Gas muss gekauft werden. Hält das noch ein bisschen länger hier, genau. Und Holz gibt es auch. Stahl gibt es auch. Sehr viel sogar. Mal vielleicht eine richtige Menge einkaufen. So, und dann nochmal ein bisschen Holz. Gibt es auch ziemlich günstig. So. Im Repulse Bay. Und ja, mein Hals ist auch ein bisschen am struggeln, merke ich gerade. Das ist schon nicht ganz so ideal. Aber das wird auf jeden Fall besser. Und der Umzug läuft ja aktuell auch noch. Der ist auch erst die nächsten Tage so richtig abgeschlossen. Also noch nicht wirklich abgeschlossen. Das soll noch ein bisschen länger dauern. Aber zumindest werde ich das, werde ich mein Equipment quasi rüber schaffen. Dann die nächsten Tage. Und dann kann ich da auch deutlich besser aufnehmen. Das ist eine deutlich schönere Angelegenheit. Da freue ich mich sehr drauf und kann auch hoffentlich dann hier ein bisschen mehr bieten. Aber bis dahin muss das eben so klappen, wie es ja gerade ist. Also auch vor allem gesundheitlich und vor allem auch mit den Ressourcen, denn das ist ja gerade ein bisschen ein Minus hier. Wir können theoretisch ein bisschen was hier machen. Das haben wir ja gerade im Budget. Hier drüben theoretisch auch. Wir haben genug Kohle. Da kann man mal sowas machen. Und dann haben wir dann noch mehr als genug Freiraum, um eben noch weitere Gebiete einzunehmen und hier weiterzumachen, ohne dass uns das irgendwie stört. Das geht auf jeden Fall. Genau, und ja, damit kämpfen wir jetzt hier quasi um den Sieg. Der sollte sehr bald möglich sein. Shanxi könnte sogar tatsächlich ganz rausfliegen aus der Runde. Es kann sein, wenn Yakuzien sich dazu entscheidet, eben jetzt die zu verraten als Ally. Und das sieht gerade wahrscheinlich aus. Dann werden sie wahrscheinlich auch Shanxi angreifen für uns. Und ich sehe auch hier nur ein Schlachtschiff, auch keine große Armee, schade. Wir werden also auf jeden Fall noch eine große weitere Offensive eben gegen Shanxi sehen. Es wird alles noch sehr schnell gehen demnächst. Wir werden bereits dann morgen schon irgendwie hier stehen. Also das ist alles jetzt eine große Sache. Aber ich sage weiterhin, Shanxi hätte auf jeden Fall die Chance gehabt, das noch zu gewinnen. Es gibt keinen Grund zu glauben, dass das eben so enden muss. Die hätten auf jeden Fall die Chance gehabt, die noch ein bisschen weiterzumachen. Sie haben es nicht gemacht, das ist jetzt ihre Entscheidung. Aber ich denke, mit der Größe ihres Landes haben sie jetzt schon fast eine Woche wieder rausgeholt. Also die können wirklich sehr viel Zeit kaufen. Das hätten sie eben nur machen müssen. Also einfach zurückzuziehen wäre nicht die richtige Entscheidung. Man hätte sich einfach langsam zurückziehen sollen. Hier dann eben gewisse Gebiete aufrüsten sollen. Diese großen Provinzen sind extrem awkward. Da muss er erstmal dann aufrücken und bombardieren, belagern. Kannst viel Zeit kaufen. Hast mehr einen Tag gewonnen. Also so richtig, richtig viel wert. Da kann man sehr viel dann produzieren in der Zeit und unsere langen Nachschubwege eben ausnutzen. Das haben sie nicht gemacht, aber hätten sie machen können. Also diese drei, wenn die nicht inaktiv wären, es wäre ein sehr schwer für uns zu knackendes Ding gewesen. Aber jetzt geht es eben so aus. Wir müssen mal gucken, was dann noch passiert, ne? Was Shanxi noch macht, weil noch sind sie ja aktiv und noch bewegen sie Truppen, noch ziehen sie sich auch zurück. Die könnten immer noch mit einer Armee kommen, wir wissen es nicht. Auch ihre Spione sind aktiv, haben bereits einige gefasst, auch wieder in Brüssel. Wir werden sehen, was da passiert und was eben auch mit Yakuzien passiert, ob die eingeladen werden. Mal gucken, wir haben theoretischen Platz frei. Sie können so gerne kommen. Shanxi wäre ja noch besser eigentlich, aber die werden wahrscheinlich nicht beitreten wollen. Das wäre jetzt möglich, also ja, aber ganz ehrlich, Yakuzien hat früher angeboten und Shanxi hat ja auch GG gesagt. Von daher gehe ich davon aus, dass sie eben akzeptieren, die Runde nicht mehr zu gewinnen. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge.